Kameras laufen. Es geht los. Okay. 3, 2, 1 und Action. Hi Warfops, willkommen in der Gesprächsecke des Noppenstein Studios von Bluebricks. Ich bin der Jo und ich dachte mir, ich plaudere heute mal ein bisschen mit euch aus dem Nähkästchen als Entwickler. Ich bin gerade eben mit der Burg Blaustein fertig geworden, also mit der Münsterm-Erweiterung. Und was die Leute, also was viele von euch sehr gemocht haben, ist die Tatsache, dass es so unterschiedliche Winkel hat. Diese Winkel sind ein Riesenspaß, wenn man sie baut, weniger ein Spaß, wenn man sie entwickelt, weil Winkel zu treffen ist nicht unbedingt einfach. Und da dachte ich mir, tauschen wir uns doch ein bisschen aus, wie man solche Dinge erreichen kann. Denn ich habe hier auch gerade das Video habe ich heute auch gedreht. Und das ist ein Achteck und demzufolge hat man hier einen 45-Grad-Winkel. Der kann man aufklappen. Falls euch das Video interessiert, schaut es euch an. Der halt dafür sorgt, dass der Winkel hier erreicht wird, indem man hier mit den Liftarmen den so einstellt. Nachteil ist halt, dass man bei 45 Grad das nicht ganz aufnocken kann. Und das ist schlecht, weil dann schlabbert es rum und ist halt nicht sonderlich stabil. In meinem vorherigen Leben gewissermaßen war ich Mathelehrer. Und in Mathe habe ich Verschiedenes unterrichtet, unter anderem auch den berühmt-berüchtigten Satz des Pythagoras, wo mich immer wieder Leute gefragt haben, wofür brauche ich das in meinem Leben? Und um da auch sowohl Werbung für das Eigendesign des Mocken als auch ein bisschen für Mathe zu machen, dachte ich mir, erkläre ich euch mal, wofür man das braucht. Ich habe da was vorbereitet. Das ist ein leicht abgewandeltes Mock des begabten Sebel. Ihr findet ihr auf Rebrickable. Der hat auch einige sehr interessante Alternativbauten zum Bergfried der Burg Bärenfels gemacht. Schaut es euch an, ist wirklich großartig. Und hier kann man das Ganze recht gut erkennen, worum es beim Satz des Pythagoras geht. a² plus b² gleich c². Also die Katheten, die Länge, im Quadrat, ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Hier diese 9 Kästchen plus diese 9 Kästchen, ergeben diese 16 Kästchen, Entschuldigung, ergeben diese 25 Kästchen. Was hier cool ist und was man hier besonders gut sehen kann, ist, wie die unterschiedlichen Winkel funktionieren. Denn dieses Ding ist spannungsfrei. Genaue Erklärung findet ihr auch auf seiner Seite. Aber dadurch, dass man halt hier 90 Grad Winkel hat, schafft man es tatsächlich spannungsfrei, diesen Winkel hinzukriegen, der ungefähr 35 Grad ist. 45 Grad Winkel geht nicht, weil da der Abstand nicht passt. Das ist dann kein ganzzahliges Verhältnis, das sind 1,41 irgendwas, Wurzel 2. Das klappt so nicht. Und demzufolge finde ich das eigentlich ziemlich cool. Und das hängt auch bei mir am Bilderhaken, am Büro, damit für den Fall, dass ich irgendwelche Winkel hinkriegen will oder damit es mich ein bisschen inspiriert. Und Winkel spannungsfrei hinzukriegen, insbesondere schwierigere oder unregelmäßige, ist halt nicht ganz so einfach. Die Mocker unter euch werden davon ein Liedchen sprechen können. Allerdings, etwas, was mir aufgefallen ist, und da dachte ich mir, teile ich es mit euch, wenn diese beiden die gleiche Distanz haben, diese beiden Noppen, die gelben, haben auch die grünen Noppen die gleiche Distanz. Und das bedeutet, wenn ich die hier draufsetzen kann, kann ich sie auch so draufsetzen. Und das bedeutet, man kriegt hier relativ gut einen Winkel hin, der auch spannungsfrei und stabil sitzt. Irgendwo hier oben treffen die sich auch wieder. Wo genau, hängt halt abhängig davon, wie ihr den Winkel setzt. Das kann man mit verschiedenen Abständen machen. Wie gut dieser Winkel funktioniert, ist abhängig davon, wie groß der Abstand ist. Ich habe auch da was vorbereitet. Je breiter der Abstand auseinander ist, desto steiler wird das Ganze. Wenn man das also hier macht, wir setzen gewissermaßen diese Noppe nach da oben dran und diese da unten. Und dann gibt das, Moment, nicht ganz so einfach, das so zu machen, dann gibt das diesen Winkel. Und je nachdem, wie weit diese Noppen auseinander sind, ist der Winkel halt immer unterschiedlich. Und das gibt die Möglichkeit, eure Sets eventuell anders zu gestalten, weil sehr viele finden, dieses 90-Grad-Muster, was halt von den Noppensteinen nun mal vorgegeben ist, relativ langweilig und das limitiert die Kreativität so sehr. Und weil Noppensteine ja eigentlich dafür da sind, dass sie die Kreativität anregen sollen, viele Leute allerdings
das, also da nicht unbedingt wissen, wie man das machen soll, dachte ich mir, ich zeige euch mal den einen oder anderen Trick, den ich hier so gelernt habe und der euch hoffentlich bei euren eigenen Projekten hilft. Und tatsächlich ist es so, dass man diese Winkel berechnen kann. Man findet irgendwann raus, ein Gefühl dafür, welche Winkel man nutzt und in welchem Verhältnis die sich dann treffen. Wenn ich nochmal auf das erste zurückgehe, ist hier zum Beispiel das, dass hier diese roten Noppen sitzen zwischen den einzelnen Noppen, also sie sitzen hier so in der Mitte. Bei dem unteren sitzen sie hier, hier sitzen sie direkt drauf, hier ist es umgekehrt. Hier sitzen sie zwischen den Noppen, bei der unteren Ebene sitzen sie auf den Noppen. Das erlaubt halt sehr viele Möglichkeiten und sehr viel Kreativität. Da das Richtige zu finden, ist eine der Herausforderungen, so dass es am besten funktioniert, der wir uns allerdings tatsächlich immer wieder gerne stellen. Und ich persönlich habe da eine riesige Freude daran, wenn ein Set, was man aufbaut, wirklich richtig schön satt einrastet. Ähnlich wie es genauso schön ist, wenn man eine Gleichung aufstellt und irgendwann bleibt ein richtig schönes kleines x gleich 3 übrig. Ich weiß nicht, ob es euch allen so geht, ob ihr Mathe abstoßend findet, ob es euch fasziniert. Ich meine, als wir letztes Jahr den April-Scherz hatten mit dem 1:1-Modell, gab es Leute, die haben Berechnungen angestellt, was beeindruckend war, wie viele Noppensteine das war, wie viel Gewicht, wie viel Volumen. Von daher denke ich, dass es da durchaus auch Mathe-Nerds in der Community gibt. Für den Fall, dass ihr irgendwelche Bauerfahrungen habt oder Bautipps, die ihr mit uns teilen wollt, schreibt sie gerne runter in die Kommentare. Dieses Video ist gewissermaßen ein Testballon, um zu gucken, ob euch sowas gefällt, ob euch sowas interessiert, ob ihr mehr davon haben wollt. Mehr davon, tja, Tipps, also diese Datenbank und welche Bautechniken kann man eigentlich nie genügend haben. Man braucht da immer ein großes Portfolio und Noppensteine kann man auch nie genug haben. Es gibt demnächst mehr davon und ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut!